Egal welches Gebot du dir anschaust, es wird entweder zum Schutz der Religion sein. Warum beten wir? Damit du deine Religion beschützt, damit du dein Iman nicht verlierst. Deine Verbindung zu Allah tagtäglich, das ist ein täglicher Vortrag. Fünfmal am Tag brauchst du diesen Vortrag. Fürchte Allah, glaube an Allah, vergiss nicht, du wirst sterben. Deswegen brauchen wir das fünfmal am Tag. Stellen wir uns vor, jemand ist krank. Möge Allah uns und unsere Geschwister heilen. Und du brauchst fünfmal am Tag Medikament. Und jetzt kommt der Krankenpfleger, zum Beispiel du bist im Krankenhaus, und jetzt kommt der Krankenpfleger fünfmal am Tag, so, nimm dein Medikament. So, nimm dein Medikament. Jetzt wieder Zeit fürs Medikament. So ist das Gebet. Du brauchst dein Medikament fünfmal am Tag. Ansonsten wirst du krank. Dein Herz wird schwach. Das heißt, warum ist das Gebet da? Schutz der Religion. Damit du an Allah glaubst. Warum muss ich an Allah glauben? Natürlich erst einmal, dass du ins Paradies kommst. Aber es gibt auch eine weltliche Sache. Weil ohne den Glauben an Allah wirst du kein moralischer Mensch sein. Wirst du keine ethischen Handlungen vollziehen. Ja? Denn ohne Moral, beziehungsweise ohne Glaube, gibt es kein Verbot mehr. Warum jemand, der nicht an Allah glaubt, warum sollte er nicht klauen? Nur Angst vor was? Vor den Sanktionen. Aber stellen wir uns vor, jemand weiß, er wird entkommen. Er hat Connections und so weiter, der kann klauen und er hat seine Connections, der hat einen super Anwalt, Allahu a'lam was, der hat Beziehungen und so weiter. Warum sollte er jetzt aufhören? Wenn er keinen Glauben hat, wird er nicht aufhören zu klauen. Wenn er aber einen Glauben hat, dann wird er aufhören zu klauen. Hier kommt aber jetzt der Einwand, ja, besonders von den Atheisten. Es gibt doch Gläubige, die klauen. Ja, aber Glaube ruft nicht zum Klauen auf. Es gibt Menschen, die klauen, die gläubig sind, ja. Aber ruft Glaube, ist Glaube die ethische Basis zum Klauen? Nein. Aber Atheismus ist die ethische Basis für unmoralisches Verhalten. Kann es sein, dass es einen Atheist gibt, der moralisch ist? Ja, das gibt es natürlich. Es gibt genug Atheisten, die sind nett, die sind hilfsbereit. Aber es geht nicht um die Person XY. Denn diese Person XY, der Atheist, der ist beeinflusst von der christlichen Kultur, in der er aufgewachsen ist. Auch wenn er Atheist ist. Er ist aufgewachsen in einer christlichen Kultur, in der eben das schlechte Verhalten getadelt wird. Aber ist der Atheismus alleine jetzt? Ruft er zur Moral auf? Sagen die Atheisten selbst. Also da braucht man nur ein paar Führer der Atheisten zu fragen. Zum Beispiel, sie sagen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, kannst du einen Löwen tadeln, dass er ein Reh gefressen hat? Sagst du, oh böser Löwe, wie konntest du nur? Natürlich nicht. Warum tadeln wir keinen Löwen, sondern dann schauen wir uns National Geographic an und sagen, oh, der ist aber gerannt, dieser Gepard. Ja? Warum ist das nicht, stell dir mal vor, würdest du dir auch so eine Doku anschauen und sagen, boah, dieser Mörder ist aber dann gerannt und du hast kein Problem damit? Oder wirst du dann sagen, A'udhu Billah, was A'udhu Billah, Menschen gibt's. Warum hast du nicht A'udhu Billah beim Löwen gesagt? Weil beim Löwen gibt es keine Moral, gibt es keine Ethik. So, der Atheist nun sagt, genauso wie du ein Tier nicht tadeln kannst, darfst du den Menschen nicht tadeln. Warum? Mensch ist auch ein Tier. Oder nicht? Die sind doch von den Affen abgestammt, also, oder nicht? Sagen sie. Die sagen ja, ihre Urväter sind Affen. Tiere, Evolution. Also kannst du nicht sagen, dass ein Mensch irgendwie moralisch sein muss. Da wurde ein anderer Atheist gefragt, ist denn Vergewaltigung zum Beispiel, ist das moralisch verwerflich? Dann sagt er, nein, ist nicht moralisch verwerflich. Beim Atheisten gibt es keine Moral. Warum? Atheismus gibt es was? Evolution. Evolution, der Stärkere gewinnt. Punkt, aus, Ende, Schluss. Genauso wie beim Löwen und bei diesem Reh. Und ich hatte schon mal, glaube ich, die Geschichte erwähnt mit diesem Kannibalen-Skandal. In Deutschland war das. Ja? Da gab es ja einer, der hat geschrieben, ich möchte gerne getötet werden und aufgegessen werden. Oder auf, ich weiß gar nicht, bei Kannibalen fressen die oder essen die? Mal sehen, wie man das formuliert im Deutschen. Auf jeden Fall. Und dann hat sich tatsächlich einer gemeldet, er hat ihn getötet und hat ihn aufgegessen. So, und jetzt wird was diskutiert? Hat er moralisch einen Fehler begangen? Im Islam, was sagen wir? Ist ja klar, er hat ihn getötet. Aber er wollte es doch, trotzdem darf er es nicht. Seht ihr, was Glaube ausmacht? Die Bewahrung des Glaubens ist nicht nur, damit du in die Moschee gehst. Bewahrung des Glaubens ist, damit die Gesellschaft intakt bleibt. Ansonsten haben wir es mit Kannibalen zu tun. Ansonsten haben wir es mit Verbrechern zu tun. Kann es aber sein, dass jemand einen schwachen Glauben hat und trotzdem ein Verbrecher wird? Ja, Shaitan, der lebt ja immer noch.
Der Shaitan flüstert ja immer noch ein. Und das wissen wir als gläubige Menschen. Aber der Iman, der Glaube, ruft nicht zum Verbrechen auf. Ja? Aber das ist natürlich ein komplett anderes Thema. Ich wollte nur erwähnen, dass Rasul alayhi salatu wassalam also in dieser kurzen Predigt sämtliche Aspekte behandelt hat, die ein Mensch braucht. Bewahrung der Religion, Bewahrung des Lebens, man darf nicht töten, Bewahrung des Besitzes, man darf nicht zum Beispiel klauen. Was hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam erwähnt als Gegenteil zur Bewahrung des Besitzes? Welche Sünde, welches Verbrechen? Nicht klauen, sondern Zinsen. Subhanallah, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Du hast eine Predigt, okay? Eine Predigt. Du wirst keine zweite machen. Und du willst den Leuten erklären, sie sollen bitte auf ihren Besitz achten. Welche der Sünden, guck mal, es gibt Betrug, es gibt Diebstahl, es gibt so viele Sünden, die mit Besitz zu tun haben, wo du Besitz wegnimmst. Und welche Sünde erwähnt hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Zinsen. Das muss doch was bedeuten. Das bedeutet, Zinshandel ist eines der schlimmsten Sünden überhaupt. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, was er bei keiner anderen Sünde gesagt hat, dass er den Krieg erklärt hat, er und den Propheten sallallahu alaihi wasallam, gegen diese Menschen, die mit Zinsen handeln, möge Allah uns davor bewahren. Und wie gesagt, bei den Frauen, das ist das Thema Schutz der Familie, Schutz der Nachkommenschaft, wie man das auch nennen mag.